und ich erwähne den Fonds Deutscher Einheit. Und da sieht man, mit diesen beiden Instrumenten lassen sich die Schulden sehr leicht bezahlen, wenn wir wieder in Wachstum kommen. Und deshalb ist die Idee, die nächste Generation bezahlt, völlig falsch. Die nächste Generation hätte ein richtig dickes Problem, wenn wir jetzt nichts machen. Jetzt das Richtige zu tun, ist etwas für die nächste Generation. Jetzt nichts zu tun, heißt einfach, wir hinterlassen einen Scherbenhaufen. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein gutes Land hinterlassen. Und dazu dient das Schweizer Steuer. Ja, das sind so Begriffe, mit denen manche Parteien nicht umgehen können. Wir haben halt eine gute Zukunft im Blick, und das verstehen manche nicht. Aber ich glaube, die, die das Gesetz heute beschließen, haben das gut verstanden. Schönen Dank. An Italien sollen 173 Milliarden, an Spanien 140 zins- und tilgungsfreie Zuwendungen fließen. Das sind die Länder, die jeweils rund 400 Milliarden Euro zinslose Target-Überziehungskredite in Anspruch nehmen, die Deutschland zur Verfügung stellt. Damit finanzieren diese Länder ihre Einkünfte in Deutschland. Wir verhalten uns also so wie der Wirt, der seine Stammgäste ewig anschreiben lässt, bis sie alle Alkoholiker sind und die aufgelaufenen Rechnungen auch deshalb nicht mehr bezahlen können. Wer Staatsschulden macht, muss auf Teufel komm raus Wirtschaftswachstum generieren, meine Damen und Herren. Das eine zieht das andere als notwendige Bedingung nach sich. Wer das nicht kann oder nicht will, etwa aus ökologischen Gründen, und viele wollen ja aus berechtigten ökologischen Gründen vielleicht sogar gar kein Wirtschaftswachstum, der geht mit seinen Schulden unter. Die EU kann es einfach nicht. Und die nächste Generation kann es schon gar nicht, weil sie kleiner sein wird und weil sie technologisch defizitär ist. Mit Antifa und Billigabitur ist kein Staat zu machen. Ich habe heute festgestellt, dass die linke Seite davon spricht, dass gerade die Mehrwertsteuerentlastung auch nichts bringen würde. Ich kann Ihnen nur raten, an dieser Stelle das doch noch mal zu überprüfen. Wir entlasten gerade hier die mittleren und kleinen Einkommen in besonderer Art und Weise. Dass Sie jetzt davon reden, dass das nichts bringen würde, deutet eigentlich darauf hin, Sie wollen überhaupt keine Entlastungen der mittleren und kleinen Einkommen. Sie wollen ausschließlich Belastungen der höheren Einkommen. Geben Sie mal auf Ihre Scheuklappen, die Sie da haben, ideologisch, und arbeiten Sie mit den Menschen dafür, dass Herr Kollege Dobrindt, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Wissen Sie, wenn man sich diese Zwischenrufe der AfD anhört und wenn man sich auch die Rede von Herrn Glaser anhört, eigentlich ist es wirklich nicht wert, besonders darauf einzugehen. Aber ich muss Ihnen sagen, in dieser Situation, in der wir uns zurzeit befinden, wo wir auf Zusammenhalt und Solidarität angewiesen sind, so eine Rede zu halten, die eigentlich nur davon geprägt ist, dass sie antieuropäische Ressentiments schürt, das ist wirklich dermaßen verfehlt. Ich kann Ihnen nur sagen, Europa ist ein Solidaritätsversprechen. Das ist das Grundprinzip in Europa. Und jetzt zu behaupten, dass alle unsere Nachbarn Alkoholiker wären, die am Tropf Deutschlands hängen würden, das war Ihre Rede. Das ist ja an Dummheit nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Herr Kollege Dobrindt, ich will Ihnen zugutehalten, dass Sie anders als Herr Glaser zum vorliegenden zweiten Corona-Steuerhilfegesetz heute gesprochen haben. Liebe Kollegen der AfD, Sie können über viel reden, aber offensichtlich sind Sie nicht in der Lage, erstens zu arbeiten und zweitens über die jetzt notwendige Steuer- und Finanzpolitik für Deutschland zu reden und überhaupt zu arbeiten. Ich will das sagen, Herr Glaser, Sie sind nicht mal in der Lage gewesen, zu diesem Gesetzentwurf, wo Sie offensichtlich Kritik an haben, konkrete Änderungsvorschläge vorzulegen. Ich nenne das Arbeitsverweigerung, Herr Glaser. Sie tun gar nichts im Deutschen Bundestag. Sie sind eine überflüssige Fraktion, um das in aller Klarheit zu sagen. Und was mich wundert, Herr Dobrindt, genau das, was ich hier gerade vorgelesen habe, hat die CSU selbst gefordert. Ich frage mich, wie lange fordern Sie in Papieren, in Beschlüssen auf Parteitagen und der Landesgruppe der CSU noch Entlastung für den Mittelstand, für die mittleren und kleinen Einkommen in Deutschland? Warum bringen Sie das nicht als Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag ein, damit es Recht und Gesetz werden kann und wir den Menschen wirklich helfen können, gerade in der Corona-Krise, liebe Kolleginnen und Kollegen?
und genauso erschütternd ist, wie schnell sie all diejenigen wieder vergessen haben, die sie noch vor kurzem mit Beifall und warmen Worten überschüttet haben, all die vielen, die tagtäglich in den Krankenhäusern und Pflegeheimen schuften, in den Supermärkten oder als Postzusteller. Nichts hat sich daran geändert, an der miserablen Bezahlung in einem der größten Niedriglohnsektoren Europas, den Sie geschaffen haben. Nichts hat sich geändert an Tarifflucht und irregulärer Beschäftigung. Stattdessen holt Herr Altmaier jetzt die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten aus der Mottenkiste, als ob die Uhrzeit und nicht Zukunftsängste und Unsicherheit der Grund sind, der vielen Menschen die Shoppinglaune verdorben hat. Und gut bezahlte Politiker der Union denken offen und öffentlich darüber nach, ob man die Erhöhung, die nächste Erhöhung des Mindestlohns nicht mal eben aussetzen könnte. Und das bei derart gestiegenen Lebensmittelpreisen. Das ist doch alles empörend, das ist nicht christlich, das ist schäbig, was Sie hier machen. Und ja, mit einer klugen Kombination für eine EEG-Reform hätte es sogar einen großen Beitrag für die ökologische Modernisierung unseres Landes leisten können, meine Damen und Herren. Und Herr Dobrindt, ich habe Sie ja heute kaum wiedererkannt. Sie haben völlig recht. Wenn es um Europa geht, dann stehen Demokratinnen und Demokraten zusammen. Die ganze grüne Fraktion hat heute applaudiert. Das kommt ja nicht so häufig vor. Aber Sie haben auch sehr stark über die ökologische Modernisierung gesprochen. Und ich bin ja echt überrascht von diesen Spillover-Effekten. Nachdem der Söder ergrünt ist und jetzt der Merz auf Stalking-Kurs ist, haben Sie auch heute was dazu gesagt. Ich erinnere mich allerdings, dass gerade Ihr Chef im Europaparlament gestern den Green Deal in Frage gestellt hat. Solange Sie nicht klar sind bei der Frage, nehmen wir Sie beim Thema ökologische Modernisierung auch nicht ernst, meine Damen und Herren. Und immer mehr spürt man doch, dass die Menschen sagen, die Krise ist doch eine Chance. Sie ist eine Chance, vieles anders zu machen, vieles besser zu machen. Lasst uns doch die Krise nutzen, um einen wirklichen Sprung nach vorne zu machen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das machen wir mit den Paketen, die wir in diesen Tagen verabschieden und mit dem, was der Koalitionsausschuss am 2. Juni beschlossen hat. Und da wundere ich mich schon über den Populismus von ganz links und ganz rechts, die sich ja wirklich in einem Zusammenmischen von populistischen und teilweise abstrusen Thesen überhaupt nicht mehr unterschieden haben. Und auch die Grünen und die FDP haben ja doch ziemlich Mühe, die Kritikpunkte an diesem Paket noch zu finden. Natürlich, als Opposition muss man immer sagen, es ist irgendwie viel zu wenig und es müsste mehr oder dann doch noch mal ein bisschen anders sein. Sie machen ein bisschen Verlustrücktrag für Unternehmen, aber eben begrenzt und nicht beherzt. Und Sie senken zeitlich befristet die Mehrwertsteuer, um damit Konsum anzukurbeln. Übrigens fand ich ganz instruktiv, ganz interessant, Frau Kollegin Arndt-Brauer, wie Sie das mit dem Konsum hier begründet haben von der SPD. Sie haben zu den Bürgern dieses Landes gesagt, verhalten Sie sich, wie wir es uns wünschen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich sage Ihnen, die Freien Demokraten wollen nicht, dass Sie sich so verhalten müssen, wie die Regierung es sich wünscht. Wir machen Politik dafür, dass Sie sich so verhalten können, wie Sie es sich selber wünschen, denn Sie sind erwachsen, mündig und können das. Und wir wissen auch, untere und mittlere Einkommen profitieren prozentual am meisten davon. Und einfach nur die Tüte Milch, wie heute Morgen im Fernsehen sozusagen aufzuzählen, ist das, was man eine Milchmädchenrechnung nimmt. Die passt nämlich nicht. Ich nehme jedenfalls zur Kenntnis, dass die Linke offensichtlich nicht einverstanden ist mit einer Mehrwertsteuersenkung. Und das ist schon ein für mich jedenfalls bemerkenswerter Vorgang. Wir reagieren erwischt, Leute. Erwischt. Ich merk's. Erwischt. Genau so ist es. Kollege Daldrup, ich will einfach noch einmal darauf hinweisen, wie es wirklich war. 2007 hat die SPD im Wahlkampf 0% Erhöhung der Mehrwertsteuer versprochen und die Union 2 und heraus kamen 3. Wir haben heftig dagegen gekämpft. Und wir haben jetzt bei dieser Gelegenheit gesagt, dass wir bezweifeln, ob eine Senkung der Mehrwertsteuer im selben Umfang in die Preise weitergegeben wird, wie die Erhöhung, die ja dann wieder stattfindet gegen Ende des Jahres. Deswegen haben wir gesagt, wenn man das schon macht, und das können Sie in unserem Antrag nachlesen, dann muss man es entweder dauerhaft tun
Oder aber man muss gezielt die Nachfrage stützen, damit nicht die Amazons und Co. diese Mehrwertsteuersenkung einsacken, aber die Erhöhung dann in die Preise weitergeben. Und insofern finde ich, ist das etwas unredlich, unsere Position hier so darzustellen. Und ich will nur darauf hinweisen, dass auch der Sachverständige Professor Dulin vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung genau diese Position der Linken in der Anhörung im Finanzausschuss vertreten hat und gesagt hat, es hätte wesentlich zielgenauere Maßnahmen gegeben, um die Nachfrage zu stützen. Zum Beispiel eine Verlängerung des Kinderbonus. Da wären wir doch sofort dabei gewesen. Zum Beispiel mehr Hilfen für Selbstständige, auch zum Lebensunterhalt. Und das sollten wir fairerweise dann auch sagen in der Debatte und sich hier nicht hinstellen und zu sagen, dass ausgerechnet die Linke, die gegen diese Erhöhung damals gekämpft hat, das hier ablehnen würde. Das ist wirklich großer Quatsch. Herr Kollege Dahlgren, wenn Sie mögen, haben Sie das Wort. Ich mache es ganz kurz. Lieber Kollege De Masi, es ist kein großer Quatsch, sondern es ist das, was Ihre Haltung ist. Das kann ich ja nicht ändern. Nummer eins. Nummer zwei. Ja, wer hat die 3% Erhöhung gemacht? Jetzt will ich mal was sagen, Leute. Ihr beklagt euch permanent und wie ich finde, häufig zu Recht darüber, an Vergangenheit erinnert zu werden. Ich kenne die SPD fast seit 1863, hätte ich gesagt. Und wir können ja gerne mal in eurer Vergangenheit gucken, ob noch jede Entscheidung, die ihr immer getroffen habt, für richtig gehalten wurde. Kann ja sein. Aber immer den alten Hut wieder sozusagen hervorzuzaubern an der Frage. Und jetzt ist doch die Kernfrage, machen wir das Richtige, was jetzt hilft? Und das muss man nicht einzeln auf eine Mehrwertsteuermaßnahme sehen, sondern auf ein Paket von 130 Milliarden in der Gesamtwirkung. Und es muss jetzt wirken. Und deswegen ist es so gemacht worden. Und deswegen ist es auch richtig so. Herr Kollege Turmeck, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.